ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute melde ich mich bei euch vorab mal ganz, ganz kurz mit einem niegelnagelneuen Tee. Und zwar dieser hier. Ich muss den euch hier einfach zeigen. Christmas Punch. Oh mein Gott, Leute, ich bin sowieso total in Christmas-Stimmung, in Weihnachtsstimmung. Ja, der Samu hatte nämlich Geburtstag gehabt und ich habe direkt am nächsten Tag, am 30. angefangen zu dekorieren. Mittlerweile ist alles fertig, alles ist mit Weihnachtsdeko. Ja, die letzten Tage hat es hier auch geschneit, es liegt draußen Schnee. Ich bin so richtig in Weihnachtsstimmung, wie gesagt. Bin auch gerade so am Weihnachtsgeschenke shoppen und schauen und machen und tun und generell das Weihnachtsessen am Planen und so weiter. Das mache ich jetzt auch. Ich sitze jetzt hier gerade mit Samu auf dem Boden, weil es einfach unglaublich, unglaublich kalt ist und die Fußbodenheizung wärmt mich von unten. Von oben habe ich hier meine Wärmflasche am Start, also mir ist wirklich unglaublich kalt. Und von innen lasse ich mich wärmen und zwar durch einen leckeren Fitvia-Tee. Leute, dieser Tee ist einfach nur unglaublich. Also an alle, die es auch so sehr vermissen, jetzt gerade in dieser Zeit auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, einen Punsch zu trinken, einen Glühwein zu trinken, den kann ich diesen Tee nur ans Herz legen. Hier ist natürlich dieser würzige Geschmack drin, wie es auch in einem Punsch-Glühwein so sein sollte, mit Zimt und Anis. Es riecht und schmeckt man auf jeden Fall heraus. Hier ist aber auch Orange drin und das sorgt dann nochmal für diesen fruchtig frischen Geschmack. Natürlich wie immer 100% natürliche, hochwertige Zutaten, also der perfekte Begleiter für die jetzige Adventszeit, Weihnachtszeit. Also wenn du den Geschmack von leckerem, fruchtigen Glühwein magst, dann schau dir diesen Tee mal an. Natürlich ohne Alkohol, aber super, super lecker und natürlich auch gesund für euren Body. Ich habe mir jetzt hier gerade eine ganz frische Kanne gemacht. Ich warte noch ein bisschen, weil es noch ein bisschen zu heiß ist. Aber an dieser Flasche kann man sich auch so schön wärmen. Ich habe heute Morgen auch schon... Hier stehen noch meine Frühstücksgetränke. Hier ist noch ein Schluck drin, den kann ich noch zu Ende trinken. Heute Morgen hatte ich ihn auch gemacht, weil er ist einfach so, 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 so lecker. Wie gesagt, gerade dieses würzige, aber doch fruchtige ist so ein leckerer Begleiter einfach jetzt durch diese Advents-Winterzeit. Super, super lecker. Ich finde, dass es auch richtig, richtig geniale Weihnachtsgeschenke sind. Also gerade wenn man sagt, ob man möchte sich vielleicht eine Kleinigkeit schenken oder das hier zum Beispiel auf das Geschenk oben drauf macht, hier noch so eine Schleife drauf, so als Topper sozusagen. Ganz, ganz, ganz genial. Also alle, die Tees mögen, werden den hier auf jeden Fall lieben. Ein super leckerer Tee. Also ihr Lieben, schaut gerne mal in der Infobox nach. Natürlich habe ich auch wieder einen richtig, richtig genialen Code für euch. Und zwar mit Amanda Punch könnt ihr euch wieder 3 aus 8 Gratis-Produkten aussuchen. Ich werde euch alles nochmal in die Infobox schreiben, werde euch aber hier jetzt auch ein Bild einblenden mit den ganzen Gratis-Produkten. Es ist wieder eine Thermobottle mit dabei. Es sind super leckere Tees dabei. Protein-Snacks oder auch unsere süßen Heftchen. Ich arbeite ja mit denen schon die ganze Zeit. Die machen einfach gute Laune. Ich finde sie so, so, so schick. Ja, ihr Lieben, wenn ihr etwas von Fitvia bestellen möchtet, zum Beispiel diesen niegelnagelneuen Christmas Punch Tee, dann schaut gerne mal unten noch meine Infobox vorbei. Ich habe euch auch alles rein verlinkt. Wärme ich jetzt hier noch weiterhin an meiner Flasche. Ja, der Mami ist kalt, gell? Ihr Lieben, jetzt geht's für euch mit dem Vlog weiter. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben... Was haben wir eigentlich? Wir haben Mittwoch. Wir haben Mittwoch. Na, genau. 7.40 Uhr, wir haben den Samu und den Samu gerade abgegeben. Der Samu und ich haben den Lias gerade abgegeben. Wow, wir sind schon seit so vielen Stunden wach. Um 5 Uhr waren alle unten gewesen. Also richtig Motivation. Wobei ich sagen muss, gestern ist der Lias um 18 Uhr ins Bett gegangen. Ich hab noch gesagt, komm Lias, wir lesen noch was hier unten. Und ich habe versucht, den irgendwie... wach zu halten. Der war völlig fertig mit der Welt. Der hat ja jetzt auch die letzte Zeit, macht er ja gar keinen Mittagsschlaf mehr. Außer am Wochenende, da haben wir ihn dann mal eine Stunde hingelegt. Aber jetzt, okay, aber jetzt gestern zum Beispiel oder auch vorgestern hat er keinen Mittagsschlaf gemacht. Glaube ich zumindest so. Also gestern auf jeden Fall nicht. Er hatte, doch vorgestern auch nicht, Montag und Dienstag. Und gestern war es dann so gewesen, dass er wirklich, er war völlig fertig. Der hat gesagt, Mami, Lias, Nina, Nina, Lias ins Bett gehen und, will, und geht nach oben. Und da habe ich gesagt, komm, dann gehe ich mal, lasse ich ihn mal kurz so ein bisschen chillen oben. Ich bin dann so eine halbe Stunde später hoch.
der tief und fest geschlafen. Ich habe ihn dann wirklich versucht, nochmal wach zu machen, weil, gelogen, er ist um 5.30 Uhr hoch, genau. Und um 18 Uhr bin ich dann hoch und habe gedacht, komm, vielleicht hältst du hier nochmal ein, zwei Stündchen wach. Weil nicht, dass er dann uns um 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts wach wird und dann helle wach ist. Ja, auf jeden Fall keine Chance. Der wollte liegen bleiben. Dann habe ich gesagt, Lias, dann lass Mami wenigstens dir den Pyjama anziehen. Ja, sagt er. Und ich habe ihn dann umgezogen und normalerweise wird er bei sowas, so einer Aktion, immer wach. Der hat währenddessen, ich ihn umgezogen habe, die ganze Zeit, egal ob ich ihn hingesetzt habe oder wie auch immer, der hat die ganze Zeit die Augen zugelassen. Also der war wirklich fertig mit der Welt. Dementsprechend waren um 5 Uhr morgens alle hell wach. Vor ein paar Tagen kam ja schon die Torte an, die 60 für den Thomas. Der Thomas hat heute Geburtstag, der Mann von meiner Mama. Und wir werden später auch kurz vorbeigehen. Also wir werden da jetzt nicht großartig lange bleiben. Meine Schwester muss ja arbeiten, die hat aber heute Homeoffice. Mein Mann kommt dann später auch dann dahin. Ich denke, wir werden so gegen 3.30 Uhr hier losfahren, dass wir so gegen 4 Uhr dort sind und dann bleiben wir wirklich zu Kaffeekuchen und gehen halt eben wieder. Aber es ist auch nichts anderes als ein normaler Besuch bei Oma und Opa. Deswegen wollen wir wenigstens die Torte vorbeibringen. Dann habe ich ja große Luftballons besorgt und eine Karte. Ich hatte eigentlich noch andere Sachen besorgt. Leute, das geht mir so auf den Keks. Ich bin so ein verpeilter Mensch manchmal. Ich kaufe Sachen für die Zukunft und lege sie irgendwo hin, wo ich meine, das ist ja total klug, das da hinzulegen. Und ich finde seit Wochen Sachen nicht, die ich für den 60. Geburtstag gekauft habe. Oder auch so, ich hatte ja schon solche Luftballons geholt mit der 60 oder auch für meine Schwester schon. Und auch ein paar Sachen für die Jungs. Für die Jungs, die Sachen habe ich mittlerweile gefunden. Die waren nämlich oben im kleinen Räumchen, im dritten Badezimmer, wie ich immer so schön sage. Bei den ganzen Geschenken, warum auch immer. Ich habe ja eine Tüte oben mit so lauter Geschenken. Und dort war das drin. Also hat auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ich habe nämlich bei mir im Zimmer eine Box. Und in dieser Box sind alle Sachen für die nächsten Geburtstage, was Dekoration angeht. Also irgendwelche Happy Birthday Girlanden oder irgendwelche Zahlen oder Buchstaben oder weiß der Geier was. Das habe ich extra alles da reingemacht, dass wenn ein Geburtstag ansteht, kann ich die Box auspacken und gucken, was wir eben für den jeweiligen Geburtstag gebrauchen können. Ja, auf jeden Fall habe ich vor einer längeren Zeit mal ganz viel geholt für die nächsten Geburtstage, für die runden Geburtstage und auch in verschiedenen Farben und weiß der Geier was. Ich finde die Sachen nicht. Es regt mich so auf, weil ich hatte auch so ein Stäbchen geholt, wo so eine schöne 60 ist in Gold und sieht total schön aus. Ich finde es nicht. Ich finde es bei aller Liebe nicht. Vielleicht finde ich es ja bis zum nächsten 60. Geburtstag. Meine Mutter wird ja auch in ein paar Monaten 60. Im April, Ende April. Vielleicht habe ich es ja bis dahin gefunden. Total bescheuert, ernsthaft. Das regt mich richtig auf. Nun gut, auf jeden Fall werde ich jetzt gleich mal nach der Torte schauen. Die kann ich euch auch mal zeigen. Ich habe sie nämlich noch gar nicht ausgepackt, beziehungsweise mal geschaut, ob alles in Ordnung ist. Stellt mal vor, es wäre nicht so. Das wäre krass. Mal gucken, es wird schon alles gut gehen. Ich werde die Luftballons mal auspusten, werde die Karte schreiben. Ich muss das Auto mal ausräumen. In diesem Auto befindet sich so viel Zeugs, was überhaupt niemals benutzt wird. Irgendwelche Sitzauflagen und bla und keine Ahnung was. Das muss mal alles ausgeräumt werden, dass wir den Kofferraum frei haben, dass wir da später die Torte schön reinstellen können und. So schaut's aus und dann setze ich mich auf jeden Fall auch direkt, wenn der Samu dann schläft, an den PC, schneide einen Vlog. Das muss ich jetzt direkt dann alles heute früh fertig machen, dass das dann auch online gehen kann. So, ich habe den Samu jetzt hingelegt mit einer Flasche und es ist Game Over. Die haben heute Morgen aber auch wieder gespielt, gemacht, getobt und weiß der Geier was. Oh, hier ist eigentlich voll schön. Ich liebe es ja, mich hier oben hinzusetzen, wenn es richtig am Regnen ist. Wenn es so richtig auf die Scheibe klatscht, dann könnte ich hier oben echt stundenlang Videos schneiden. Das ist voll gemütlich. Naja, ich habe jetzt ein paar Sachen aus dem Auto rausgeräumt. Genau. Also Auto ist eigentlich soweit ready für später. Ist alles freigeräumt.
Ja, ich habe gerade noch unten so Klamotten aufgefüllt und Pampis aufgefüllt und bin gefühlt 50 Mal hoch und runter gerade gerannt. Gerade zum Schluss, weil ich eine Schere vergessen hatte. Denn hier ist besagter Kuchen, Torte und es war hier so zugeklebt und dann bin ich nochmal runtergerannt. Ich mache die gerade mal auf, ich habe selber noch nicht reingeschaut. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist, aber bis jetzt muss ich echt sagen, das ist ja von deiner Torte. Die hatte ich damals über Instagram mal gefunden und fand deren Arbeit echt schön. Die sind ein bisschen preisintensiv, also da muss man echt ein bisschen was hinlegen. Zutatenliste, aber hier ist auch, man kriegt echt immer alles mit, gell? Hier, was alles genau da drin verwendet wurde. Und hier ist sogar ein Gutschein für die nächste Bestellung. Ich werde auf jeden Fall ja auch, was heißt, ich werde auf jeden Fall, ich habe die ganzen letzten Kuchentorten, die ihr gesehen habt, egal ob für Geburtstage oder von der Taufe oder whatever, immer bei deine Torte bestellt. Wie gesagt, ist ein bisschen preisintensiv, aber ich finde die nicht nur optisch schön, sondern die schmecken auch richtig genial. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass man nicht nur eine schöne Torte hat, die schön gestaltet ist, sondern dass die halt eben auch gescheit schmeckt. So kommt die dann auch immer richtig gut verpackt. Alles ist safe. So, hier ist einmal die 6 mit Happy Birthday. Und auf der 0 steht dann auch noch Thomas. Sieht sehr klein aus in der Kamera, aber schaut mal, es ist ungefähr so meine Hand. So 3-4 Mal meine Hand nebeneinander. Ich zeige es euch später aber nochmal ausgepackt, weil um die Zeilen drumherum ist auch immer noch so ein Band und es sieht richtig schön aus. Und ich habe ja dann noch diese Kerzen, diese Happy Birthday Kerzen gekauft. Da habe ich gedacht, die halt hier so anzuordnen. Und hier wollte ich eigentlich noch diesen Stiel haben mit der 60, aber wer ist der Geier, wo es ist? Hier unser tolles Bild haben wir immer noch nicht an die Wand befördert. Leute, ich sag's euch. Kennt ihr die berühmte To-Do-Liste, die man im Kopf hat und sich immer denkt, das und das und das und das und das musst du noch machen? Das steht unter anderem auch da drauf. Jetzt mache ich mich mal weiterhin, was heißt jetzt, mache ich mich weiter auf die Suche? Nee, ich gucke jetzt noch einmal hier bei uns in diesem kleinen Räumchen, ob dort vielleicht, ob ich dort noch was finde. Ich zeige es euch mal. Aber Achtung, Schockgefahr. Die ist auch immer zugeschlossen. So sieht unser Räumchen aus. Klopapier darf natürlich nicht fehlen, gell? Ja, hier einmal unser Wasservorrat. Der Ventilator, den müssen wir halt unbedingt hochbringen. Deswegen steht er direkt hier vorne, dass wenn mein Mann das nächste Mal aufs Dach, auf den Dachboden geht, dass er das mitnimmt. Ja, ansonsten hier so Leiter, das Bettgitter, unser Staubsauger, den ich einmal die Woche runterschleppe. Und dann dieses ganze Dekokram, was ich die letzte Zeit geholt habe. Also hier, das ist alles Dekokram. Das ist auch Weihnachtsdekokram und hier ist halt so unsere Werkzeugkiste, die beiden Sachen. Ach ja, das können wir auch wieder hochbringen. Das ist ja von Miami jetzt letztens gewesen. Hier noch ein Puzzle, was wir machen wollten. Leute, ich sag's euch, das ist der passende Bilderrahmen dazu. Und hier in der Ecke befinden sich eigentlich ganz viele Fliesenmaterialien für diesen Raum. Denn dieser Raum soll ja irgendwann mal ein drittes Badezimmer werden. Also hier in die Ecke kommt noch eine, nee, wie war das? Hier kommt eine Toilette, da eine Dusche, hier noch ein Waschbecken. Und diese ganzen Fliesen sind die gleichen, die wir unten in den Bädern praktisch haben, dass das halt eben das Gleiche ist. Deswegen, das bleibt auch da, das kann man auch nirgendwo anders hinbefördern, weil das ist einfach unglaublich schwer. Das sind ja diese ganz langen Fliesen. Das kann eigentlich mittlerweile mal entsorgt werden. Und das ist die Tüte, die ich gemeint habe. Da habe ich so die ganzen Geschenke reingemacht oder auch hier, was ich so die letzte Zeit immer mal gekauft habe, wenn ich was beim Aldi, beim Teddy, Lidl oder sowas gesehen habe. Da habe ich jetzt letztens schon reingeguckt und dort habe ich dann die Sachen für die Jungs gefunden, diese Ballons. Und hier müsste ich mal reingucken. Weil alles andere macht eigentlich keinen Sinn, aber bei mir weiß man ja nie. Theoretisch müsste ich hier überall mal reingucken. Hier sind nämlich eigentlich auch nur so Geschenketüten und das ist eigentlich auch nochmal eine Weihnachtsdekotüte. Ja. Sieht ziemlich krass aus, oder? Aber hier ist halt wirklich noch gar nichts gemacht. Hallo Miami-Maus. Ja? Chaos des Grauens. Aber
wenn Weihnachten vorbei ist, dann verschwindet hier das komplett. Das ist dann alles weg und dann ist es hier auch wieder frei. Mein Mann kriegt momentan die Krise, wenn er hier reinkommt. Verständlich, aber ja, es wird sich hier nicht großartig was ändern die nächste Zeit, bis hier dann irgendwann mal ein Badezimmer ist. Weil wie gesagt, das alleine, das kann man ja gar nicht wegschaffen. Und warum auch? Das ist ein Raum, der verschlossen ist. Das kann man gerade zum als Abstellkammer nutzen. Und wenn dann irgendwann ein Badezimmer ist, dann müssen die anderen Sachen halt einfach entweder woanders gelagert werden oder auf den Dachboden. Genau. Wir haben hier in der Ecke auch noch hier von unserem Riesenfernseher und oh Gott, es ist wirklich sehr voll hier. Deswegen, eigentlich können die Sachen, die ich suche, nur hier drin sein, weil irgendwo sonst, ich habe überall sonst schon geschaut und es kann eigentlich nur irgendwo in diesen Tüten hier drin sein. Deswegen gucke ich hier nochmal schnell rein und dann gehe ich ab nach unten arbeiten. So, ich habe jetzt alle Tüten, die dahin, also die da drinnen waren, einmal komplett rausgeholt und durchgeschaut. Ich habe nichts gefunden. Ich habe echt keine Ahnung, wo die Sachen abgeblieben sind. Ich habe in meinem Zimmer geschaut, nichts. Auch unten in der Küche, vorne, wo wir auch so ein paar Dekosachen haben, nichts. Also ich wüsste echt bei aller Liebe nicht mehr, wo ich suchen soll. Die Sachen sind irgendwie, ich zweifle schon an mir selbst, ob ich die Sachen überhaupt gekauft habe. Habe ich, weiß ich. Aber irgendwie, naja, jetzt gehe ich erstmal ein paar Telefonate führen und dann fange ich mit der Arbeit an. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu suchen, ist dann halt so, wie es ist. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute haben wir Donnerstag, der Tag an meinem Zahnarzttermin. Ja, heute oder beziehungsweise ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Zahnarzt nach Frankfurt. Mein Mann hat auch gemeint, möchtest du nicht meinen Zahnarzt hier in der Nähe ausprobieren? Aber no way. Ich habe ja mit meinen Zähnen schon, seit ich denken kann, wirklich aus der frühesten Kindheit ganz traumatische Erlebnisse. Also alles, was bei mir mit Zähnen zu tun hat, war immer negativ. Es gab nie irgendwas Positives. Immer wenn irgendwas war, habe ich nochmal einen draufgesetzt oder mein Körper, damit es noch schlimmer geworden ist, diese Diagnose. Also Katastrophe. Und ich habe jetzt nach vielen, vielen Jahren dann endlich mal einen Arzt gefunden, wo ich sage, da fühle ich mich gut aufgehoben. Da habe ich auch nicht panische Angst und Schweißausbrüche, wenn ich da hingehen muss. Und ja, deswegen nehme ich die Strecke nach Frankfurt sehr gerne in Kauf. Den Lias haben wir gerade in den Kindergarten gebracht. Heute tatsächlich relativ spät. Um 8.25 Uhr habe ich ihn jetzt abgegeben. Jetzt haben wir gerade 8.30 Uhr. Ich werde jetzt als allererstes den Samu, der ist natürlich mit an Bord, zur Oma bringen. Zu meiner Schwiegermama. Und genau. Danach werde ich weiterfahren. Genau, boah, ich freue mich auch richtig. Meine Zunge freut sich vor allen Dingen, weil die ganze Zeit an dieser scharfen Kante da rumreibt. Oh, richtig ätzend. Und übrigens, Update habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich hatte ja hier alles taub gehabt. Also mittlerweile ist meine Backe, meine Lippe, mein Kinn, alles ist wieder da sozusagen. Also nichts ist mehr taub. Allerdings ist es so, dass bei den Zähnen die hintere Reihe, also ich würde sagen so die letzten drei, vier Zähne, ich spüre die. Es ist alles da, es ist nichts mehr taub. Aber die haben noch so einen kleinen Tick von Betäubung. Das merke ich daran, wenn ich meine Zähne putze, dann tut es weh. Wenn ich meine Zähne putze, dann ist es immer so ein komisches, es ist jetzt nicht so, dass ich so total verkrampfe, weil es so weh tut, aber es ist so ein unangenehmes Gefühl. Es ist wie, kennt ihr das, wenn euer Bein eingeschlafen ist und es gerade so am Aufwachen, wenn es eingeschlafen ist, ist es so taub. Wenn es da ist, ist es da. Aber bei dieser Aufwachphase, dieses Kribbeln und dieses, oh, das ist richtig eklig. Und so ungefähr ist es auch bei den Zähnen so ein Stechen, so ein ganz, ganz, ganz komisch, wenn man halt eben beim Essen habe ich das zum Beispiel nicht. Ich habe das wirklich nur, wenn ich meine Zähne putze. Ja, und durch meine Zahnschienen sind ja meine Zähne ständig irgendwie in Bewegung und so weiter. Und zu dieser Phase sollte man auf die Zahnhygiene sehr achten, beziehungsweise auch wirklich regelmäßig eine Zahnreinigung machen, dass da wirklich nicht irgendwie was Schlimmes passiert. Und ich habe jetzt tatsächlich, das darf man gar keinem sagen, seit bestimmt einem Jahr keine Zahnreinigung mehr gemacht. Aus besagten Gründen.
Ich hatte halt immer diesen Plan gehabt, für ein paar Monate die Zahnschiene zu tragen, dann eine Zahnreinigung zu machen und dann mir dieses Ding hier hinten reinzusetzen, dass die Zähne sich nicht mehr verschieben können. So war der Plan. Ja, dann kam die Weisheitszahngeschichte und das Ding ist halt wirklich, bei der Zahnreinigung, da wird ja noch mehr an den Zähnen rumgefummelt. Und wenn ich mir vorstelle, wie das schon wehtut, wenn ich meine Zähne normal putze und wie das dann wehtun müsste, oh, bei der Zahnreinigung, da zieht sich mir alles zusammen. Also das muss wirklich sehr, 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 sehr schmerzhaft sein. Und so, ich bin mittlerweile beim Zahnarzt angekommen. Oh, das ist so schön hier. Den Zahn habe ich abgegeben, war auch gar kein Problem. Der hat ein, zwei Minuten gebraucht und dann hat er schon angefangen loszuspielen. Also alles super gelaufen, Gott sei Dank. Ja, jetzt nochmal den Zahnschein machen lassen und dann gehe ich noch ein paar Sachen erledigen. Mir ist nämlich ein bisschen was eingefallen, was ich hier mal schnell gucken könnte und besorgen könnte. Genau, aber hoffen wir erstmal, dass das hier jetzt alles gut geht und nicht irgendwie noch irgendwas Schlimmes dabei herauskommt. Wenn neben deinem Zahnarzt ein Primark reinkommt, das dabei heraus. Eine volle Tüte, Katastrophe, aber es gab so schöne Sachen hier. Mega. So, ihr Lieben, da melde ich mich mal wieder einige Stunden später. Naja, so viele Stunden sind es eigentlich gar nicht. Ich war locker bis um 11 Uhr oder sogar nach 11 noch in der Praxis gewesen. Und dann bin ich kurz zur Apotheke. Dann war ich kurz bei Primark drinne und noch bei Herma, dieser Dekoladen, und wollte nämlich nach diesen Luftballons, nach den Buchstabenluftballons schauen, auf gut Glück. Und die hatten sie echt da gehabt. Das ist so genial, weil dann muss ich das Ganze nicht online bestellen. Also richtig, richtig super. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht, den Samu abgeholt. Der ist mittlerweile auch am Schlafen. Der ist super fertig. Die haben gesagt, dass er die ganze Zeit nur gespielt hat. Ich werde ihm gleich eine Flasche machen und ihn dann direkt in sein Bettchen legen und mich dann ganz dringend, ganz schnell an den PC setzen und arbeiten. Wir haben mittlerweile 1.30 Uhr, 1.25 Uhr jetzt genau. Und Elias werde ich dann ab 14:45 abholen vom Kindergarten. Gestern habe ich ihn nämlich um 14:45 abgeholt, weil wir so um 14:45 los wollten. Dann habe ich ihn so um 14:45 abgeholt und die haben sich gerade hingesetzt, die Kids, zum Snacken. Ja, das ist natürlich Elias sein Ding, Snacken. Sein neues Lieblingswort. Mama, darf ich was snacken? Am Wochenende sagt er das immer so. Ich lache mich immer total kaputt. Das ist so süß. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn da abgeholt und der fand das gar nicht cool und hat nur gesagt, ich will hier bleiben, ich will snacken. Also, ja. Und dann hat die Erzieherin auch gemeint, die Mama holt dich morgen ein bisschen später ab, so um 14:45, dann kannst du hier in Ruhe snacken, okay? Und dann haben wir halt so einen Kompromiss gemacht. Auf jeden Fall hole ich ihn heute erst um 14:45 ab. Ist auch nicht schlimm, wir haben ja offiziell bis um 4 Uhr auf dem Platz. Gerade heute, wo ich jetzt mit der Arbeit echt hinterherhänge, ist es eigentlich wirklich gut. Ja, zum Zahnarzt kurz. Ich hat einmal kurz kontrolliert und hat direkt gesagt, was ich auch wusste. Es wurde mir das letzte Mal bei Dr. Smile schon gesagt, dass mein Zahnfleisch extrem entzündet ist und dass ich ganz, ganz, ganz dringend Zahnreinigung brauche. Und da habe ich gesagt, ich weiß. Ich habe das nur vor mir hergeschoben. Aus dem Grund, habe ich halt kurz erzählt, weil das ja noch lange jetzt taub war und es immer noch so ist, dass auch an einer Stelle, genau hier, wenn ich da drauf drücke, tut es so weh. Es tut so, 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 so weh. Und deswegen, ja, weil die Zähne auch noch empfindlich sind, habe ich gesagt, ich habe halt immer noch ein bisschen das vor mir hergeschoben. Ich weiß, dass ich die machen muss und hätte auch heute dann einen Termin für eine Zahnreinigung gemacht. Aber der Zahnarzt hat gesagt, die Zahnreinigung ist gerade so viel wichtiger als der kaputte Zahn. Da habe ich gesagt, was? Ich habe da ein komplettes tiefes Loch und der Zahn ist, der hat gesagt, an drei Stellen gebrochen. Also wirklich schlimm. Meine Zunge ist ja die ganze Zeit da am Rumschleifen und so weiter. Jetzt hat er mir da auf den Zahn was reingemacht. Theoretisch, also so provisorisch, aber es ist fest. Also es wurde auch so mit diesem Lichtgehärtungsgerät gehärtet und so weiter.
ich habe jetzt in 1,5 Wochen einen Termin bekommen, um den Zahn zu machen. Die hatten auch termintechnisch mich viel zu kurz eingeplant, weil sie jetzt nicht erwartet haben, dass es so, weil ich habe angerufen und habe gesagt, hier, mir ist ein Stück Zahn, also mir ist ein Zahn abgebrochen und da ist auch ein Loch und das muss halt eben gemacht werden. Und die haben eine 1/2 Stunde anscheinend eingeplant. Und er hat gemeint, es sieht danach aus, dass es sogar eine Wurzelbehandlung sein wird. Ich sag ja, wenn irgendwas mit meinen Zähnen ist, ich nehme immer noch so ein extra Goodie mit. Also wirklich Katastrophe, immer so. Bei mir wirklich, ich kann noch so viel Glück im Leben haben. Mit Zähnen habe ich immer Pech. Immer. Das ist so, das ist echt so mein Laster sozusagen, was ich habe. Katastrophe. Und ja, er hat gesagt, er guckt sich das dann an dem Tag nochmal genauer an, mit Röntgen und so weiter und so fort. Aber er hat gesagt, es sieht schon sehr nach einer Wurzelbehandlung aus, aber wir werden sehen, ob wir drum herum kommen. Genau, das Ding ist, dieser Zahn wurde schon mal gemacht und trotzdem, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich bei einer Wurzelbehandlung drauf hinauslaufen wird, weil das letzte Mal war es auch schon sehr tief und er ist nochmal, hat es nochmal vermeiden können, eine Wurzelbehandlung zu machen. Ich glaube, diesmal wird man es nicht vermeiden können. Ja, und deswegen wurde heute die Zahnreinigung gemacht. Und diese Zahnreinigung, man sagt ja immer so, ja, ich habe eine Zahnreinigung gemacht. Das hört sich ja immer an wie so, ja, ich war beim Friseur gewesen, habe mir die Spitzen schneiden lassen. Das ist immer so, man denkt immer so, ah, das ist nichts. Aber bei Menschen wie mir, die starke Probleme mit dem Zahnfleisch haben, die wissen, wovon ich spreche. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich meine Zähne putze, ich spucke so viel Blut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so krass. Mein Zahnfleisch ist sehr, sehr, sehr empfindlich. War es schon immer gewesen, seit ich denken kann. Naja, auf jeden Fall ist für mich die Zahnreinigung alles andere als ein Genuss sozusagen, wie für andere Menschen, die sagen, oh ja, Zahnreinigung wird ein bisschen poliert, ein bisschen geschliffen, ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen jenes. Für mich ist es richtig, richtig schlimm und vor allen Dingen schmerzhaft. Es ist wirklich, wirklich schmerzhaft, die Zahnreinigung bei mir. Und ich musste auch wirklich, die haben theoretisch alle 3-4 Minuten unterbrochen, weil sie ständig gesagt haben, bitte spülen Sie mal aus oder bitte spucken Sie mal das Ganze. Also ich habe halt wieder sehr, 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 sehr stark geblutet. Egal, was sie gemacht hat, egal wie sanft oder wie vorsichtig, ich habe einfach geblutet wie sonst was. Jedes Mal, wenn ich in dieses kleine Becken gespuckt habe und ausgespült habe, wisst ihr, wie viel Blut daraus kam? Das war echt nicht mehr feierlich. Also richtig, richtig krass. Ja, also, aber abgesehen vom Bluten tut das Ganze super, super weh. Es ist ja auch immer wieder so, dass kalte Luft dann aus den Geräten kommt und so weiter. Das tut so weh. Ich bin sehr empfindlich auf Kälte oder wenn Sachen zu heiß sind. Ja. Und ich habe ja schon alles Mögliche probiert. Also mit teuren Zahncremes und was weiß ich was. Ich habe ja auch jetzt gerade zum Beispiel eine Zahncreme Bio bla 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 irgendwas, wo die Zahncreme 5 Euro gekostet hat. Das bringt bei mir alles gar nichts. Was ich jetzt gekauft habe, weswegen ich in der Apotheke war, war auf Empfehlung vom Zahnarzt ein bestimmtes Mundwasser. Das soll ich morgens und abends benutzen, gurgeln, mindestens jetzt eine Woche, aber natürlich für die Zukunft auch immer wieder halt eben. Also irgendein bestimmter Quatsch aus der Apotheke, was super teuer war. Was heißt super teuer, war es jetzt übertrieben, aber halt eben nicht 2-3 Euro wie in der Drogerie. Und ich habe noch dieses Zahngel, dieses Elmex blablabla Zahngel geholt. Bravo. Bravo. Komm, beide zusammen aufräumen. Danke, Samu. Das hat keine Mann. Da hat keine Mann. Ja. Bravo. So, da melde ich mich mal kurz. Ich saß seit Stunden am PC an irgendwelchen Unterlagen. Ich musste sogar meine Steuerberaterin anrufen, weil ich irgendwann nicht mehr durchgeblickt habe. Aber jetzt ist alles durch. Es ist alles abgeschlossen. Ich bin so froh. Das hat mir meine letzten Nerven die letzten 2-3 Tage geraubt. Wirklich. Jetzt ist alles durch. Halleluja. Der Samu ist seit einer halben Stunde ungefähr im Bett. Der Lias war jetzt noch mal 10 Minuten oder sowas kurz bei meiner Schwester drüben. Mein Mann holt ihn aber gerade und dann werden wir jetzt mal Abendessen. Ich mache mir jetzt gerade eine Suppe, mal gucken, worauf der Lias Lust hat. Und ich werde euch die Sachen von
Primark, die ich geholt habe, morgen zeigen, weil ich bin jetzt auch wirklich fertig. Meine Augen sind schon viereckig vom Laptop, wirklich. Es war so viel gewesen. Genau, dann zeige ich euch das morgen ganz in Ruhe, weil morgen ist ein gechillter Tag. Ich freue mich so sehr drauf. Also gechillter Tag im Sinne normale Arbeit und nicht Arbeit und zusätzlich noch ein Arzttermin und zusätzlich noch diese ganze Geschichte, die ich jetzt die letzten Tage gemacht habe. Deswegen hören und sehen wir uns morgen wieder, ihr Lieben.